Also die Treppe ist aber auch eigentlich relativ praktisch so an der Stelle. Muss ich einwerfen. Ich bin relativ gut einverstanden mit der Konstruktion, wie sie aktuell ist. Haben wir auch die zwei Sand wieder eingesammelt. Und ich glaube, es wäre wahrscheinlich sogar sinnvoller, wenn man erst alles auf dieser Ebene aushebt mit den drei Stufen und danach alles andere reinbaut. Sonst verwirre ich mich nur wieder. Vor allem, wenn ich uns dann an die gegenüberliegende Seite gehe. Es wird dunkel. Steine. Ich bedenke, dass hier unten auf Ebene 10 oder so einen ewig langen Gang haben, wo ursprünglich der ganze Stein kam. Wenn wir uns einfach hiervon mehr Stein kriegen, frage ich mich, haben wir das schon vorher angefangen. Ich könnte viel sinnlos Stein sparen können. Ein Höhlengeräusch. So, ich denke, jetzt ist es aber definitiv Schlafenszeit. Faszinierend. Ich werde wohl nie den Moment erwischen, in dem man noch schlafen kann. Ohne dass diese Meldung kommt. Schon so ein bisschen deprimierend. Könnte man denn eine Lotterie aufmachen? So, je nachdem halt, wie oft diese Message kommt, bevor man schlafen kann. Also bestimmt spannend wie sonst was. Es gibt ja genug sinnlose Lotterien. Vor allem in England. In England gibt es ja die genialsten Sachen, was das betrifft. Da konnte man 2014 in Rio bei der Fußball-Weltmeisterschaft unter anderem darauf achten, in welchem Spiel Suarez einen Mitspieler beißt. Man konnte bei der Europameisterschaft Fußball wetten, ob sich Jogi Löw wieder im Schritt kratzt. Lauter solche Scherze. Ich weiß jetzt nicht, warum man in England solche Wetten anbietet. Stierpuhn. Kann man eigentlich Eier werfen mittlerweile? Oh, cool, das geht. So. Ja. Also wie in England kann man unglaublich merkwürdige Sachen wetten und auf sehr dubiose Art sein Geld verdienen. Also verrückte Welten, was es alles gibt. Aber es gibt ja wie eigentlich nichts, was es nicht gibt. Also wirklich, mir fällt absolut nichts ein. Außer Beamer für Menschen. Ich glaube, das gibt's noch nicht.
Das wäre auch schon sehr merkwürdig, wenn es das geben würde. Tatsächlich. Finde ich auch fast ein bisschen beunruhigend. Wenn es sowas gibt. Wow, diese Schaufel hat sich hier richtig rentiert. Schauen wir mal. Wie gesagt, ich will bis zur Version. Ja, ich weiß gar nicht, bis wann das hier fertig werden soll. So. Es ist eine sehr auserfüllende Beschäftigung, diesen Stein hier zu entfernen. Vor allem, wenn man nicht richtig weiß, worüber man reden soll. Es ergibt erstaunlich viel Sinn. Ich meine, man sollte sich auch... Ja. Danke dafür. So. Hier habe ich angefangen. Wow, das war schon wieder sehr knapp. Unglaublich. Eine spektakuläre Rettung. Ich kann jetzt ja auch nicht künstlich hier eine Spannung erzeugen. Das funktioniert nicht. Wir stehen jetzt im Sand. Gut, wir haben das Kassel mit dem Kassel, das ist schon mal sehr, sehr sinnvoll. Ja. Sand ist toll. Sand ist... Es gibt ja viele verschiedene Arten von Sand eigentlich. Es gibt jetzt schon nur einen Sand. Ich persönlich kenne kaum Sand, der so richtig schön gelb ist. Den gibt's. Ja. An Beach-Volleyballplätzen zum Beispiel. Und das ist ja der Sand von der Adria. Der ist auch so gelblich. Aber sonst hierzulande, in Deutschland. Also gelber Sand gibt es echt nur am Meer. Aber so im Inland. Am Ufer von Seen kommt ja auch gerne mal Sand vor, aber der ist eher bräunlich. Und der Sand, den man sich aus Kiesgruben kaufen kann, der ist ja braun. Hat viele Steinchen drin, der ist nicht toll. Der ist nicht sehr schön, der Sand. Und, ja. Ich kann nur nicht jeden Sand für alles hernehmen. Außer hier geht das auch. Da kann man aus ganz normalem Sand, den man am Fluss findet, Glas machen. Das geht normalerweise eigentlich auch nicht. Das ist stark vereinfacht. So, und wir sind bald hier mit der zweiten Ebene von dem Fältchen auch schon fertig. Steinspitzhacken sind natürlich auch sehr effizient. Also stimmt es einmal, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Die sind sportbillig und halten einigermaßen lange. Sind auch einigermaßen schnell. Also Holzspitzhacken sind ja gar kein Vergleich dagegen.
denn noch billig? Aber ja. Das passt schon so. So. Gut, dann hier die nächste Ebene nach unten. Das ist so wunderbar abwechslungsreich. Ich glaube, ich verfange mich hier ein bisschen. Es wird ein bisschen länger dauern hier. Vor allem mit dem Werkzeug, was wir haben. Das wird Ewigkeit dauern, bis es hier mal fertig ist. Oh, voilà. Dann mache ich das hier auch noch falsch. Unglaublich. Also wirklich faszinierend, was hier passiert. Aber ist ja egal. So. Jede Menge Steinchen und hier Erde. So. Und brauchen wir uns gehen dann, wenn ich die Werkzeuge aus, glaube ich. Ja, wobei eigentlich nicht. So, man merkt das hier, weil ich hier, glaube ich, mehr Sandwerk habe. Ich glaube, da kam auch das Höhlengeräusch. Das ist ja schon eine Kiesebene. Oh, wir sind unten. Wir sind unten angekommen. So, aber ich glaube, das bleibt einfach mal in dieser Konstellation, wie es jetzt ist. Damit dann hier nicht mehr das abschauen kann, das Design. Eine Stufe. Moment mal. Was ist denn hier jetzt schon wieder? Ich muss schon wieder hier rüber. Ich bin schockiert von mir selber gerade. Doch, klar, hier muss noch eins rein. Tack, tack, tack. Ach ja, ich brauche immer 4 Erdschichten und den Wassergraben. Es ist Wahnsinn, wie schnell ich mich hier verwirren lasse immer. Es ist auch ein Stück weit traurig. Ja. Oh Gott. Danke. Vielleicht beim Schlafen die Welt gespeichert, also wäre zumindest sinnvoll. Bietet sich ja an. Zeit, wo es dunkel wird. So. La la la. Es ist wirklich sehr wenig abwechslungsreich, was ich hier gerade mache. Ich
Ich denke auch gerade darüber nach, dass es sehr schwierig sein wird, Folgentitel dafür zu finden. Ja, und